Jodie! Sie ist raus. Komm her. Nathan. Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Oh oh. Oh oh. Das Eindämmungsfeld. Gott, er hat's getan. Er hat's getan. Brauchst du Hilfe? Komm schon. Hier lang. Komm schon. Nicht jetzt. Komm schon. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo ich hinrenne. In den Aufzug rein. Schnell! Wir haben vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Ach Nathan, das tut mir so leid für dich. Warum ist der jetzt so ein Mongo geworden? Wohin? Scheiße, das erinnert mich gerade voll an Harry Potter irgendwie. So in Hogwarts, der Krieg da gegen Voldemort. Ja, ich liebe Harry Potter. Halt dein Maul! Gib ihm eine mit! Okay, ich liebe ihn. Wir können Baby machen, wenn du willst. Zwillinge oder Drillinge, mir egal. Wir werden alle sterben! Ein bisschen. Jetzt, ein bisschen harte Nippel habe ich gerade, ehrlich gesagt. So. Was jetzt? Was jetzt? Er muss irgendwas machen. Bleib bei mir, okay? Was ist das? Muss ich dahin? Bin ich auf mich allein? Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Ja, renn durch mich durch. Renn einfach alle durch mich durch. Ich bin ja niemand. Beeilung! Die Zeit ist knapp! Was ist das denn? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Ist. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Das. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raussehen, dass das mit den Geil! Ich nehme mir auch so ein Ding. Jodie, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Ryan? Okay, Ryan stirbt. Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Ja, seht ihr, immer wenn ich von jemandem harte Nippel krieg, stirbt er. Ist immer so. Los geht's. Wir gehen da lang. Die Betasonne ist im Zentrum der Kuppel. Das sieht so cool aus. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Das heißt, wir sterben. Und das hättest du uns nicht sagen sollen, bevor wir das Ding angezogen haben. So. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Wir kämpfen gegen Geister. Habe ich das gerade richtig verstanden?
Okay. Oh. Du darfst nicht so nah an sie rankommen. Oh, ihr seid schon los. Oh, da war noch jemand drin. Hat der vielleicht noch versucht, was zu reißen? Was passiert denn hier? Oh, oh. Komm schon! Komm schon! Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Unser einziger wahrer Freund. Wir sollten hier schnell raus. Jody hat zwar echt coole Kräfte, aber zu was für ein Preis, ey. Stehen auf. Muss weitergehen. Ja, lass dir Zeit. Wir haben Zeit. Was denn? Um Himmels Willen. Die Metasonne. Die Metasonne. Los, ziehen wir es durch. Obwohl, ich weiß, es ist schwer, aber eigentlich gehen wir davon aus, dass ich aussterbe und der Pirat hier auch. So, mal sehen, wo wir jetzt hinlaufen. Okay, also ich kann schon mal raus. Aha. Hörst du das? Du darfst nicht hinhören. Geh weiter. Ich kann nicht vergessen. Nein, es ist noch. Das sind die Toten jetzt alle. Wo laufen wir denn hin jetzt? Ich kann nichts machen als Aiden. Aber wir scheinen der Metasonne jetzt hier gleich. Wir scheinen gleich da zu sein. Wer ist das? Wer ist das? Ich suche mein Baby. Hast du es gesehen? Nein. Nein, ich. Wo ist Pirat? Wo ist der? Egal, wir können jetzt auf ihn keine Rücksicht nehmen, bevor sich die beiden Welten vermischen. Wer ist das? Was macht der da?
Beschuldigen, argumentieren, rühren, Vorwurf, argumentieren. Die beiden erkennen dich wahrscheinlich gar nicht mehr wieder. Dein Zorn hat dich verändert. Ich vermisse sie. Ich vermisse sie so sehr. Rühren, kalt, entschlossen. Entschlossen. Ich zerstöre jetzt diesen Kondensator. Und du hältst mich nicht davon ab. Es sei denn, du tötest mich. Oh-oh. Gut, boah, das war jetzt aber knapp. Oh oh. Ich traue immer noch nicht. Was? Ich habe euch vermisst. Ich habe euch so vermisst. Leute, Selbstmord ist scheiße. Ja, du kannst das groß beenden, Jody. Das zeigt uns jetzt ein ganz falsches Bild. Du bist für mich. Jody, fuck, da bist du. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. So, wir gehen jetzt weiter zur Metasonne und machen dem Spuk hier mal ein Ende. Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das? Was passiert denn jetzt? Eine Riesenkrake! Ach, das ist es! Hä, nee, das ist es nicht. Ich dachte, das ist dieses komische Pimmelviech da von unter Wasser damals. Oh Gott, ganz schlechtes Gefühl. Man kann ja nicht dagegen kämpfen, nur Aiden kann das. Alten, komm schon! Oder vielleicht kann ich ja das durch meinen Anzug gegen dieses Viech kämpfen. Oh oh. Was macht sie? Mein Eindämmungsfeld ist kaputt. Was? Ganz sicher? Check die Bedienung. Ich sag doch, es funktioniert nicht. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Denk nach. Mir muss was einfallen. Ich wusste es. Fuck. Hier. Nein, 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 was soll das? Okay, ich liebe ihn. Zur Zerstörung der Betasonne. Jetzt nimm was und tu es. Diese Dinger werden dich zerreißen. Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Von mir aus können wir auch... Wow. Ich hoffe, sie hat genug Zunge benutzt, weil das war vielleicht der letzte Kuss, Girl. Guck mal, der war so nett zu uns. Wie der andere Jacob-Indianer-Boy. Du Flittchen. Ne, war ein Spaß, Leute. Okay. Weiter. Auf jetzt. Auf jetzt! Komm schon! Komm schon! Ich krieg einen Krampf im Daumen! Was ist das denn? Komm schon! Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Darum bleiben Sie in einem permanenten. Genau dasselbe. Es geht nicht, Jody. Mom! Es ist zu spät. Das ist meine Mutter. Was ist hier los? Da ist sie. Komm schon, komm schon. Nur wie machen wir das dann? Wie zerstören wir das? Said? Said?
So. Das war Said. Mann! Hä? Ich komme immer hinterher! Ich als Teenager. Und ich hab nicht mal einen Tanker. Es wird aber schlamm mit Tanker-Party, Leute, hier. Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Du Penner! Diesmal gibt's richtig Ärger! Er hat mich gehauen immer. Beziehungsweise. Bin ich da ein Baby? Gib mir mein Kind so. Ganz ruhig, Nora. Ich will sie sehen. Meine Läuft mein Leben nochmal in meinem inneren Auge? Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Der Zwilling. Er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten nichts für ihn tun. Was? Ich will meinen Sohn sehen. Aiden ist mein Zwillingsbruder? Kann es vielleicht sein? Mein Zwilling. Mein Bruder. Ihr macht mich jetzt fertig, oder? Tod. Aiden. Ist es Aiden? Ist Aiden mein Zwillingsbruder? Wir konnten uns nicht verlassen. An der Schnur zusammengebunden. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich hab dich geliebt. Und dich gehasst die ganze Zeit. Wie Geschwister. Aber du warst ein Teil von mir. Claro und sein Bruder ist mit ihm, ihr Bruder ist mit ihm mitgewachsen. Mit ihr mitgewachsen quasi. Er ist weg. Wo bin ich? Moment mal, das sieht aus wie im Menü. Ganz am Anfang, als sie... Wo gehe ich hin? In die helle oder in die dunkle Seite? Wo gehe ich hin? Rechts geht's wahrscheinlich in die andere Welt und links geht's in meine zurück. Jeder würde jetzt sagen, ich gehe zurück in die Helle. Ich gehe. Woher wissen wir, dass die Army nicht wieder Scheiße macht? Ich hab niemanden mehr. Genau da gehe ich hin, da wo es keiner erwartet. Fühlen. Mich verlieben. Ich liebe dich, Jodie. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Ich kann mir beide Seiten angucken, ach so. Und dann muss ich mich entscheiden, wahrscheinlich. Und unser. Die andere Seite. Zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer.
Ernsthaft, Leute. Ich werde mich immer fürs Leben entscheiden. Sterben werde ich eh irgendwann. Das ist so traurig. Ey, ich muss es gerade so zusammenreißen. Jetzt. Habe ich ihn geschützt durch meinen Anzug? Er lebt noch. Wir leben. Aiden ist weg. Er ist nicht mehr da. Ich dachte vorhin, ich muss irgendwie in den Tod, um irgendwas zu machen, aber ich wäre dann wahrscheinlich wirklich gestorben. Das nenne ich doch mal. Deswegen lohnt es sich, Leute. Es gibt vielleicht nicht immer so viele schöne Seiten im Leben, aber wenn man mal schöne Seiten hat, dann muss man die einfach richtig genießen. Bam, und das nenne ich doch mal eine richtig schöne Seite. Seitdem die Betasonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten, zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Das jetzt, ist es, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Genau.
Bist ja noch jung. Mein Leben ohne Aiden. Schon so lange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn. Und jetzt ist er weg und sie in möchte Freiheit, ihn wieder haben. Ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Schon fast, als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Ich kann nicht mehr vorstellen. Nathan? Oder ist es jetzt Dings, unser anderer Kollege? Prinzessin. Na, seine Prinzessin. Okay, wir sind bei Name Cole, dankeschön. Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Nicht schlecht, Mann. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Allein, Zoe, Jay, Ryan. Oh, jetzt, ich verstehe. Ich kann zu Zoe und mich mit ihr um ihr Kind kümmern. Ich kann zu Jay und zum Indianer Boy oder zu Ryan. So, lasst uns mal anfangen. Ryan kennt uns wohl am besten. Mit ihm haben wir am meisten gemacht. Jay konnte uns am Anfang nicht leiden, aber Ryan auch nicht. Und Zoe war eigentlich am Anfang an gleich so eine nette Frau. Ja, aber vielleicht braucht er auch jetzt, weiß nicht, Jody braucht vielleicht auch einfach jetzt echt mal eine Runde Sex. Aber vielleicht macht Zoe ja dabei mit. Muss kurz überlegen. Ene, mene, miste, skrabbelt in der Kiste. Ene, mene, mu und raus. Bist. Wisst ihr was? Ich glaube, ich weiß, wen ich nehme. Und ich nehme aus dem Grund die Person, weil. Das sage ich euch dann, warum. Ich nehme jetzt einfach eine Person. Ich weiß nicht, ob ihr es gleich seht. Wenn ja, dann werde ich es euch begründen. Es war offensichtlich. Okay. Tief im Herzen da. Da habe ich es immer gewusst. Ich habe ihn genommen. Ich brauchte nur die Stille um mich herum. Weil er, um zu hören, was ich mehrfach sein Leben für mich riskiert hat. Er ist davon ausgegangen, dass er stirbt, weil er mich liebt, und er hat es mir offenkundig gesagt, im Gegensatz zu den anderen beiden. Ich brauchte eine Weile, um zu erkennen, was Ryan mir bedeutet. Ich war so lange traurig und allein. Ich wusste nicht mehr, wie es ist, jemanden zu lieben. Kommt, macht Sex! Jetzt hier draußen auf dem Boden! Aber wir müssen ganz dringend über dein Pullover reden, Ryan. Und über die Wäsche, Ryan. Na also, geht doch, Leute. Genau. Okay. Okay. Ich bin so glücklich für euch zwei. Und außerdem hast du uns ja vorhin schon gesagt, dass du viel Geld verdienst. Und ich habe die 500.000 Dollar nicht angenommen. Wir verreisten so weit weg, wie wir konnten. Das ist Paradies. Ich musste lernen, wieder zu lieben. Jemandem mein Vertrauen zu schenken, nicht mehr zu streiten und wegzulaufen. Sogar mit Flipflops. Also. Das ist Urlaub, Leute. Ich musste lernen zu leben. Ryan und ich haben nie wieder darüber geredet. Als wäre das alles nie passiert.
Als würde die andere Seite nicht da sein. Ich will auch mal ans Meer, so. Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, aber ich war noch nie... Jetzt könnte sie nie zurückkommen. Am Meer mit Sandstrand oder sowas. War ich in meinem ganzen Leben noch nie. Genau sowas war ich noch nie. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Richtig schön. No way. No way. Still here. Was? Er ist immer noch da. Das ist so cool. Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Hä? Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber... Ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Oh, shit. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Yo Leute, das war dann wohl das Ende von dem Let's Play Beyond Two Souls. Ich fand es Oberkracher Hammer. Erstens mal, wie ihr es hier gerade sehen könnt, die Gesichtsanimation ist ja wohl pervers überm Durchschnitt. Richtig geil. Die Story, von der brauche ich ja gar nicht erst reden, richtig tief vor allem, richtig tiefsinnig. Wie Life is Strange fand ich auch richtig tief, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Bei Life is Strange hat es mehr am Leben... Da ging es einfach mehr um das Leben an sich selbst. Und hier haben wir jetzt erfahren, dass Aiden, dieser Geist, den wir irgendwie gehasst, aber auch nicht missen wollten, ne, unser Zwillingsbruder war, der im Mutterleib damals durch seine Nabelschnur gestorben ist. Wie krass ist das bitte? Aiden war die ganze Zeit unser Zwillingsbruder, der immer an unserer Seite bei uns ist. Und genau wie bei Geschwistern haben sie sich geliebt und gehasst. Ohne Scheiß, ich habe dieses Spiel 2 oder 3 Jahre, glaube ich, in meinem Regal gehabt. Oder noch länger, 4 Jahre, ich weiß gar nicht. Ich habe mir das Spiel, glaube ich, gekauft, als es so relativ neu rauskam. Und ich habe es die ganze Zeit nicht gespielt.
Ich bin richtig froh, dass ich es mir irgendwie jetzt für dieses Let's Play aufgehoben habe. Ohne Scheiß, falls ihr von diesem Spiel nicht übersättigt seid, dann würde ich euch... Entschuldigung, aber wenn man so viel redet... Dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch dieses Spiel zu besorgen und es durchzuspielen. Ich weiß, dass es jetzt bald für die PS4 rauskommen wird, für die Leute von euch, die vielleicht keine PS3 mehr haben. Es wird bald ein Makeover für die PS4 rauskommen. Gronkh spielt es, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt oder nicht. Ich glaube, aber es gibt es noch nicht. Leute, dieses Spiel kriegt von mir 10 von 10 Herbie Derbs Tanga Party Bobo Wobby Sobby Sterne. Richtig geil, ich bin mega begeistert. Leute, ich danke euch, dass ihr bei diesem geilen Spiel dabei wart. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Ich freue mich auf euch und ich hoffe, ihr freut euch auch. Bis zum nächsten Mal.